Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial. Mein Name ist Martin Wachowius und los geht's. In diesem Video geht es um die Drei-Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts. Dabei wird die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz zur besseren Beurteilung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung des Eingriffs in drei Stufen eingeteilt. Auf der ersten Stufe befindet sich die Berufsausübungsregelung. Auf der zweiten Ebene die subjektive Berufswahlregelung und auf der dritten Ebene die objektive Berufswahlregelung. Nun, was bedeuten jetzt diese drei Stufen und wann liegen sie jeweils vor? Die Berufsausübungsregelung auf der ersten Stufe betrifft das sogenannte Wie. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie ein Beruf ausgeübt wird. Und Beispiele für eine sogenannte Berufsausübungsregelung sind gesetzliche Normierungen über Preise oder eine bestimmte Qualität eines Produktes, die Sauberkeit von Räumlichkeiten oder Kleidung, die ein Berufstätiger anzuziehen hat. Die zweite Stufe, die sogenannte subjektive Berufswahlregelung, betrifft das Ob. Damit ist gemeint, ob der Grundrechtsträger erstmalig überhaupt den Beruf wählen kann. Da es sich hier um die subjektive Berufswahlregelung handelt, dreht es sich hier um persönliche Eigenschaften des Grundrechtsträgers, um Fähigkeiten, um Abschlüsse, um erbrachte Leistungen. Andere Beispiele für subjektive Berufswahlregelungen sind, dass der Grundrechtsträger bestimmte finanzielle Mittel vorhalten muss oder persönliche Charaktereigenschaften nachweisen muss. Auf der dritten Stufe der objektiven Berufswahlregelung geht es zwar auch um das Ob wie auf der zweiten Stufe, jedoch handelt es sich hierbei um objektive Kriterien, die nicht in der Person des Betroffenen, des Grundrechtsträgers liegen und auf die er keinen Einfluss hat. Beispiele dafür sind Bedürfnisregelungen oder auch das Geschlecht des Grundrechtsträgers. Nachdem wir nun geklärt haben, wie die einzelnen Stufen der Drei-Stufen-Theorie heißen und wie sie zu verstehen sind, kommen wir nun zu den Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung, die das Bundesverfassungsgericht an die jeweilige Stufe stellt. Auf der ersten Ebene der Berufsausübungsregelung verlangt das Bundesverfassungsgericht, dass der Eingriff nur dann zulässig ist, wenn die Regelung aufgrund vernünftiger Allgemeinwohlerwägungen als zweckmäßig erscheint. Auf der zweiten Ebene der subjektiven Berufswahlregelung sagt das Bundesverfassungsgericht, dass ein Eingriff nur dann zulässig sei, wenn es um den Schutz eines besonders wichtigen Gemeinschaftsguts geht. Auf der dritten Ebene der objektiven Berufswahlregelung verlangt das Bundesverfassungsgericht noch mehr und sagt, dass ein Eingriff nur dann zulässig ist, wenn dieser Eingriff zur Abwendung einer nachweislichen oder höchstwahrscheinlichen Gefahr für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut ist. Ein Beispiel für ein solches überragend wichtiges Gemeinschaftsgut ist Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, in dem das Recht auf Leben und Gesundheit geregelt ist. Wie wir gesehen haben, steigen von Stufe zu Stufe die Intensität des verfassungsrechtlichen Eingriffs, aber auch die Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Zum Schluss dieses Tutorials möchte ich noch darauf eingehen, an welchen Stellen der Klausur die Prüfung der Drei-Stufen-Theorie relevant wird. Sie prüfen die Drei-Stufen-Theorie ausschließlich im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung und dort an zwei Stellen. Die erste Stelle ist die Prüfung der Erforderlichkeit.
Wie Sie wissen, prüfen Sie unter der Erforderlichkeit, ob die Schranke hier das relativ mildeste Mittel darstellt. Ein milderes Mittel könnte dann vorliegen, wenn der Eingriff auf einer höheren Stufe in der Drei-Stufen-Theorie anzusiedeln ist, sprich also auf der zweiten oder dritten Stufe, denn dann wäre die jeweils niedrigere Stufe ein milderes Mittel. Die zweite Stelle in der Klausur innerhalb des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist die Prüfung der Angemessenheit. Und an dieser Stelle kommt es zum Tragen, was das Bundesverfassungsgericht für Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung gestellt hat, je nachdem, auf welcher Stufe Sie sich befinden. Sodass Sie also im Rahmen der Angemessenheit, wenn Sie die Güter- und Interessenabwägung durchführen, Sie auf Seiten des Staates jeweils berücksichtigen müssen, ob es sich um vernünftige Allgemeinwohlerwägung handelt auf der ersten Stufe oder um ein besonders wichtiges Gemeinschaftsgut auf der zweiten Stufe oder um ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut auf der dritten Stufe. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Videos angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gerne einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wachowius.